So, willkommen zurück. Part 7 ist jetzt gleich hochgeladen in 4 Minuten. Und ich nehme jetzt schon mal schnell die neue Folge auf, weil ich will gleich auch noch mir Mittag machen. Um 11:30. Und danach habe ich Tutorium, deshalb, ja, mache ich das jetzt in noch einen halbstündigen Part. Und eine ganz coole Sache, ich habe gerade Game gequittet, also da hat ein Hauptmenü zurückgekehrt und dann wieder hier reingekommen. Und das Polizeiauto stand noch hier. Fand ich ganz cool. Okay, machen wir jetzt ein bisschen 8-Ball. Wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie. Ja, was gibt es denn so für Nebenmissionen noch? Also, Krankenwagen habe ich jetzt keine Lust mehr. Feuerwehr. Lohnt sich die Belohnung nicht für mich? Und der Flammenwerfer ist schon cool, aber ist es mir jetzt auch nicht wert. Da kaufe ich mir den halt einfach im Laden, falls das geht. Und, Polizei. Würde ich mit dem Panzer machen, tatsächlich. Ich denke mal, Polizei. Würde ich zumindest in einer Stadt mal machen, auf einer Insel. Wenn ich dann irgendwie an den Panzer komme, entweder indem ich mir 6 Sterne besorge oder den halt irgendwo finde. Also dafür brauchen wir alle Päckchen eventuell, ich weiß es nicht. Loveboat auf jeden Fall. Einer meiner Mädchen kam mit einem Namen zurück. Wie es scheint, war Winnie involviert mit einem gewissen Sleazy Barman, der Johnny heißt. Johnny Vercetti. Nein. Er leitet eine Bar im Rotlichtviertel und er erwartet, Winnie ihn zu treffen an den Docks heute. Schau nach ihm und finde was daraus. Danke für deine Hilfe, 8-Ball. Du hilfst mir echt out. Hilfst mir echt aus meiner Situation. Lass mich wissen, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Mann. Du schuldest mir gar nichts. Pass einfach nur auf dich auf. Okay, dann fahren wir nochmal rüber an die Docks und treffen Winnie. Nee, nicht Winnie. Johnny aus GTA 4 wahrscheinlich. Mal gucken. Oder aus GTA 5. Ups, Spoiler. Dio. Schönen Samstag übrigens. Heute ist Samstag. Ich mache gerade Uni, hoffentlich. So, wenn Polizeiwagen kommen, ist sehr unauffällig. Wer bist du und wo ist Winnie? Winnie ist tot. Ich bin dann sein Partner und ich möchte wissen, was du über seinen Tod weißt. Winnie? Tot? Das kann ich nicht glauben. Ah, dieser Typ schuldet mir Money. Aber du kannst für deine Schulden klarkommen. Nehme ich mit zu meiner Bar. Okay, klingt nach einem neuen Auftraggeber. Okay, Polizei, hau ab. Ich hoffe, jetzt ist richtig, dass ich abhaue, aber scheint zu funktionieren. Gute Arbeit, du hast sie verloren, nur bring mich zu der Bar. Ich bin sogar auf einem guten Weg, sehr schön. Okay, Johnny scheint ein neuer Kontaktmann zu sein. Ich bin gespannt, auf jeden Fall, was der so zu erzählen hat. Wahrscheinlich war das jetzt auch die letzte Mission für 8-Ball, ich weiß nicht genau, aber halt, wir hatten schon einige Missionen für 8-Ball gemacht. Deshalb kann es jetzt auch gut sein, dass es jetzt die letzte Mission für 8-Ball war und wir haben jetzt einfach unseren neuen Kontaktmann. Es wird übrigens später auch noch weitere Kontaktleute geben, die man halt auch kennt. Sehe gerade, ich erinnere mich auch irgendwie, dass Johnny in
Liberty City Story gegeben haben könnte. Ich weiß nicht, ob es ein Johnny war, aber wenn, dann ist er tot. Mach sie fertig, ich warte hier. Was ist denn los mit diesem Spiel? Guck, hier steht mein Auto übrigens noch. Ganz cool, ne? Also, ich hab echt kein Verständnis dafür, warum die Polizei hier so übermächtig ist und einen sofort verhaften kann. Wobei, aber auch im Hauptspiel hat man halt den verhaften können. Haben halt Leute auch verhaften können. Wenn man auf dem Boden lag. Ich muss gerade echt meine Worte finden. Ich bin gerade echt genervt ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen spulen. Dankeschön. Ah, da ist eine Rampe. Oh ja, kenne ich alles. Aber mit L1 steige ich natürlich ein. Dann fahre ich jetzt wieder runter zu den Docks. Kennen wir jetzt alles. Ich muss halt einfach ein bisschen vorsichtiger sein und mich einfach auch einfach keine Polizei anlocken. Gib mir mal ein anderes Auto. Wo ist das Auto? Taxi möchte ich eigentlich nicht. Wollte hier, das hier wollte ich diesen. Das ist doch ein Banshee. Ne, das ist ein BF Injection, ne? Ja. Mit Dach. Ein BF mit Dach. Oh Mann, ich hab Hunger. Ich mach mir gleich eine Gemüsepfanne mit Bohnen und Mais ist da drin. Also vor dem Boden finde ich super. Dann mache ich mir dazu einfach nochmal guten geräucherten Turbo mit da rein. Das brate ich mir dann einfach alles lecker an und dann bin ich schon zufrieden, glaube ich. Okay. Okay, auch am Bett. Oh. Hat sich schon gelohnt zu sterben. Aber gerade schon als ich hier reingefahren bin, sah das halt schon sehr danach aus, als wäre hier dann. Oh ja. So, einfach wieder abhauen. Hat er gerade eben auch funktioniert. Und jetzt kann ich auch gezielter direkt zum Ziel fahren. Aber das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Also von daher macht es jetzt keinen Unterschied. Aber Leute, lasst uns bitte einfach fliehen. Wahrscheinlich klappt das jetzt diesmal nicht. Ich kenne doch mein Glück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habt ihr euch meine Aufzeichnung angeschaut von Crash? Lief war ganz lustig. Wobei es live schon lustiger ist. Vor allem, man ist halt ein bisschen blöd, dass man den Chat nicht sieht, aber ja. Es ist halt meine billige Aufnahme. Aber es macht Spaß. Mann, ha hallo? Wir sind eigentlich verarscht, warum kann ich denn jetzt nicht abhauen? Was ist denn das für eine Scheiße?
Für mich, ich hab jetzt gerade voll Bock, mich aufzuregen, muss ich sagen. Wirklich so richtig großen Bock, mich jetzt aufzuregen, habe ich. Kackspiel, ey. Ich mache jetzt den Friesenjunge nach. Ich meckere jetzt nur noch über das Spiel. Nee, ich mag Friesenjunge, er ist cool. Oh, ein Päckchen. Okay, danke schön. Ich werde es ziehen. Hey, wenn ich jetzt noch 81 Mal versage oder jedes Mal ein Päckchen finde, ist auch irgendwie okay. Nee, ist es nicht. Ich bin so genervt. Loveboat. Ja. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Ich bin gerade nicht in Stimmung, mit euch zu spielen. Hat man in der letzten Folge schon genug, liebe Polizei. Lasst mich einfach in Ruhe und lasst eure Wasserwerfer zu Hause. Dankeschön. So, die sollten jetzt eigentlich auch verschwinden. Bitte nicht ins Wasser fahren. Ich fahre jetzt einfach hier so unten rum. Das glaube ich ganz gut. Nicht ins Wasser fahren, danke schön. Sieht doch schon mal besser aus. Sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich rüste schon mal eine sinnvolle Waffe aus. Ich nehme die Schrotflinte. Ich glaube, die Schrotflinte. Weil der Flammenwerfer ist halt auch cool. Ich nehme den Flammenwerfer. Dem vertraue ich. Wie konnte ich jetzt bitte schön dieses Auto umdrehen? Ja, das Spiel. Warum ist hier nochmal Leben? Wie gesagt, Motivationslikes helfen mir und dem Kanal. Ne, ist mir eigentlich egal. Ich mache, wenn ich Lust habe. Ganz wichtig, mit R1 kann ich mich zentrieren gleich, sodass ich dann halt problemlos mit der A-Taste bzw. X bei mir auf dem Controller. Okay. Da ist sogar ein Stern, wie nett. Gute Arbeit, komm doch später wieder. Ich bleib direkt hier und mache jetzt noch eine Mission bei dir. Ich hoffe, es klappt zeitlich alles mit dem Essen. Das ist schon ziemlich knapp. Kommst du zu meiner Bar? Ja, ich bin hier. Wenigstens kannst du mit Flammenwerfer rennen, fühlst mich du gleich sicherer. Time's up. Du musst dich um ein paar Leute kümmern für mich. Hol einfach deren Geld und ja. Und sogar auf Zeit. Ja.
Ich fahre so gut. Ich bin so talentiert im Autofahren. Ohne dass ich keinen Führerschein habe. Besser so für die Welt. Also ich kann doch durch die Wände springen, ne? Okay, wir tun jetzt alles, um Vinnys Killer zu finden. Alles klar. Oder ich möchte eine andere Waffe haben. Gib mir mal ein Auto. Ja, nicht du. Ja, das ist okay. Mann! Sind so über. Oh, hier sind Feuerwehr. Cool. Kann ich auf die Karte gucken? Oh, es gibt da keine Karte. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich hätte von Anfang an nichts aufnehmen sollen. Oder zumindest wirklich bei der einen Folge bleiben sollen, was ich da eigentlich vorhatte. Weil jetzt ist gerade einfach so. Ich spüre den Druck in mir, dass halt was essen will und halt den Rest halt mein Tutorium halten muss. Also es ist eigentlich nicht so gut, was ich hier tue. Ist da eigentlich noch mehr als genug Zeit? Weil das Braten, das geht ja schnell. Man muss es halt schnell schlingen und dann passt das schon. Nein, ich schlinge nicht. Aber so seitlich ist wirklich gerade die Sache, ob das wirklich passt. Aber ja, denke schon. Ziemlich viele Leute, muss ich sagen. Es wird echt knapp gerade. Man fahr doch nicht über den Parkplatz, Junge. Mann, Auto! Habe ich das geschafft in dieser Folge eigentlich? Ja, genau. Ich habe die eine Mission geschafft, zwei Päckchen gesammelt. Hallo? Ah, nein, Manno! Ah, nein! Mann, ich hatte ihn doch! Möchte speichern. Wenigstens ist eine Bar direkt an meinem Puff. Ich lass ein Auto fahren, ein Auto fallen? Nee, kann ich nicht. Na doch, ein bisschen. Ich hab Hunger. Das ging aber schnell, okay.